Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Papillon zu The Forest. Und diesmal hier ein Gebiet, in dem wir noch nicht waren. So ein bisschen das Sumpfgebiet, würde ich mal behaupten. Mit dieser Insel hier in der Mitte. Gehen wir einfach mal lang. Einen großen See hier in der Mitte, der hier gleich kommen mag. Ja. Machen wir uns mal hier oben ins Schneegebiet. Waren wir ja schon mal, wenn ihr euch erinnern könnt. Hier hatten wir es ja schon mal mit Eingeborenen zu tun, mit so einem Spieltrupp. Wir können ja noch mal einen eingeborenen Dorf besuchen gehen, was hier auf dem Weg liegt. Oben im Schneegebiet. Genug Essen haben wir wieder dabei, so dass uns eigentlich nichts passieren dürfte. Und die Fahne haben wir gesetzt beim Flugzeugcockpit. Cockpit. So. Und hier ist die freie Fläche. Und da sehen wir schon die ersten Eingeborenen. Wir haben nichts Böses im Sinn. So, ja, die wollten nicht hören, die wollten mich angreifen. Ich habe gesagt, nee, Freunde, so nicht. Und das kommt jetzt davon. Ja, die Krähen picken schon auf den rum. Soll ich den leider wegnehmen? Und da reinwerfen. Kommt schon der nächste. Stammeskrieger an. Der wollte auch nicht hören. Dafür können wir hier gut Knochen kriegen wir raus. Und was das heißt, das wisst ihr. Machen wir mal unsere Knochenrüstung voll.
Bei Rehe, die Tiere des Waldes. Sie danken mir. So. Nehmen die Knochen mit. Gehen wir mal hier lang. Trinken ein bisschen Dreckswasser. Und wissen jetzt nicht, wo wir sind. Muss doch irgendwo ein Kannibalendorf sein. Bin ich mir doch sicher. Das scheint in der Senke hier. Bin ich hier richtig? Das sehen wir gleich. Ja, da vorne ist es. Das Kannibalendorf. Und wie wir sehen, ist hier alles voller Wasser. Hier ist es auch gutes Krokodilgebiet. Alles so Jagdtürme. Oder Ausgucke. Ein jagdlicher Ausguck ist das. Und ein jagdlicher Ausguck wird auch Hochsitz genannt. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal hier in den Dorf vorbei. Was wir hier alles so finden. Wie gesagt, am großen See ist dieses Kaff hier. Und ich würde mal sagen, wir gehen. Was war das? Da sehen wir schon, ja. Krokodil. Ah, hier Krokodil City ist ja, ey. Wie ich es euch gesagt habe. Aber wir wollen gerne hier looten und uns nicht von Mr. Crocodile hier verscheuchen lassen.
wie gesagt, sonst ist auch immer Action hier in diesem Kannibalendorf. Nicht nur Action mit Krokodilen, sondern auch mit Kannibalen. Mal rote Farbe gefunden. Oh. Jetzt brennt unser Stock. Das kann ich auch nicht aufhören. Ja. Und da haben wir unsere Feuerwehraxt verbrannt. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Gucken wir noch mal. Haben wir alle Koffer soweit? Hier ist nichts in der Hütte drin. Dann können wir hier so rot angeschmiert, wie wir sind. Auch mal nach dort hinten gehen. Hier sieht man noch einen kleinen See. Waren hier nicht auch noch irgendwo Hütten? Anscheinend nicht. Wir folgen einfach mal dem Wasser hier. Und da hinten sehen wir schon jemand laufen. Weil ich meine, da hinten waren doch noch Hütten. Das ist mal ein Schrei gewesen. Besser hätte ich ihn nicht vollbringen können, den Schrei. Aber hier sind doch keine Hütten mehr. Und ich glaube, wenn wir uns den hier ausrüsten, den Wärmeanzug, geht uns leider eine Rüstung verloren, aber was soll's. Will ja nichts von uns. Ja. Schneehase.
Und wir haben hier einen See vor uns. Ist das vielleicht der See, wo ich denke, das ist das der See? Nein, es ist nicht der See, den wir suchen. Weil ich glaube, hier im Eisgebiet ist noch irgendwo ein See, wo man noch mal ein Pistolenteil findet. Aber das sieht mir nicht danach aus. Was haben wir hier für Pilze? Schöne Pfifferlinge. Und hier haben wir das zweite Kannibalenlager, was ich meinte, was ich euch noch zeigen wollte. Das ist hier auch eine Wildschweingegend, wo man gut Schweine jagen kann. Wir haben das erste Mal Batterien gesammelt. Da sehen wir schon das Schwein, wie es uns angreifen wollte. Ja, gehen wir mal schnell wieder ins Schneegebiet hoch. Ins Kalte. Das waren die beiden Kannibalenlager, die wir plündern wollten. Haben wir ja erfolgreich hingekriegt. Bis zum nächsten Mal. Mit eurem Papillon.